Hallo miteinander zu einer neuen Folge von Vorarlberg bewegt sich im Alltag und das daheim. Wir haben da eine normale Stiege, das kann eine Außenstiege sein, es kann aber auch eine Innenstiege sein. Mit so einer Stiege kann man unheimlich viel machen. Ich zeige euch heute zwei Übungen mit einer Stiege. Nummer eins, wir machen einfache Liegestütze. Dazu nehmen wir uns die Kante von der Stiege und wir beugen und strecken uns. Atmen ein und aus. Du kannst schon natürlich ein Bein heben, wenn es uns leicht ist. Schlimmer geht immer. Gut. Und das machen wir, bis wir müde sind. Sehr gute Position für die Wadenmuskulaturdehnung. Dazu kann man die Stiegenkante nehmen. Stell die mit der Zeherballe auf die Kante von der Stiege. Der andere Fuß steht sicher. Die Hand zum sicheren Geländer ist da. Und lass deine Fersen tief sinken. Spür mal die Länge in deiner Wade. Streng deine Zeherspitze, deine Zeherbeere, die Tastorgane von der Zehe fest im Boden an. Und lass die Ferse tief sinken und schick die Kniekehle ganz nach hinten. Und so heben wir die Position mindestens eine Minute, weil so lang braucht du die Muskulatur, bis sie sich auf die Länge einstellen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis bald.